Zu den wohl bedeutsamsten Erfindungen des 19. Jahrhunderts gehört zweifelsfrei auch das Schweizer Messer. Doch wie gut eignet sich das Schweizer Messer für die Campingküche? Wie hilfreich ist der Alleskönner in der digitalen Neuzeit? Und überhaupt, wer hat es eigentlich erfunden? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, reiste ich in die Schweiz. Hey Marvin! An welches Ziel möchten Sie reisen? Aareschlucht. Zeig mir ein paar nette Sträßle dahin. Nichts lieber als das. Mit dem letzten Update wurde auch eine intelligente Sprachassistentin installiert. Meine GS hörte fortan auf den Namen Gisela. Selbstprüfung der Fahrzeugsoftware erfolgreich beendet. Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen. Um einer Fehlbedienung durch den Kunden vorzubeugen, war der Motorstart auf herkömmliche Weise natürlich nicht mehr möglich. Seit dem jüngsten Software-Update funktionierte der Start meiner GS nur noch über Sprachbefehle. Hey Gisela! Wie kann ich behilflich sein? Motorstart. Mit Vergnügen. Pre-Ride-Check wird ausgeführt. Pre-Ride-Check mit Fehler abgebrochen. Das Triebwerk kann zu Ihrer eigenen Sicherheit leider nicht hochgefahren werden. Unter dem Stichwort Gipfelmoschen lieferte mein Reiseführer sehr interessante Informationen. Zitat: Das Gipfelmoschen ist eine sportliche Variante des Headbangens, das von Heavy-Metal-Fans ansonsten vor allem auf Konzerten praktiziert wird.